Hallo und willkommen zum nächsten Teil der Gottesanbeterin-Serie. Diesmal geht die Gottesanbeterin in Octane. Und Octane hat noch kein Subsurface-Scattering-Material, deswegen müssen wir das irgendwie faken. Und ihr seht, der Node-Tree, den ich für diese Gottesanbeterin angelegt habe, ist nicht gerade klein. Der Grund ist, dass ich erstens viel Kontrolle über jedes Körperteil der Gottesanbeterin haben möchte und zweitens euch zeigen möchte, wie man effektiv Materialien mixt in Octane. Und zwar benutzen wir wieder diese Masken, die ich angelegt habe, auch für die anderen Tutorials, und mixen dann die einzelnen Materialien zusammen. Wie gesagt, Octane hat noch kein Subsurface Scattering und ich kann euch auch nicht versprechen, dass der Ansatz, den ich hier verfolgt habe, der perfekte oder der richtigste ist. Auf jeden Fall ist es ein Ansatz, der ein Ergebnis geliefert hat, das mir letzten Endes ganz gut gefällt. Und deswegen dachte ich, teile ich diese Idee mit euch. Selbst wenn ihr nicht denkt, dass das hier das beste Subsurface-Scattering-Material ist, das es zu finden gibt, denke ich, könnt ihr trotzdem was über Node Setup und Mix Materials aus diesem Tutorial lernen. Und dann werde ich jetzt einfach mal all diese Nodes entfernen und von vorn anfangen. So, da ist die Gottesanbeterin und man sieht natürlich, dass man nichts sieht. Der Grund ist, wir haben keine Lichter in der Szene. Und ich habe es so gemacht, dass ich hier die Lichter 1, 2 und 3 genannt habe. Der Grund ist, dass Octane diese Materialien hier nach dem Alphabet sortiert. Und wenn ich die Lichter ganz vorne habe, dann kann ich die einfach auf die linke Seite schieben und die sind nicht mehr im Weg. Und ich finde sie trotzdem jederzeit wieder, wenn ich sie verändern möchte. Lichter in Octane brauchen ein Diffuse Material. Add Materials Diffuse. Und wenn ich jetzt auf Play drücke, also anfange zu rendern, sehen wir natürlich immer noch nichts. Der Grund ist natürlich, dass Diffuse Materials erstmal kein Licht ausstrahlen. Und die Tatsache, dass ich hier alle drei Lichter einzeln einfüge und nicht einfach die Node verdopple, liegt daran, dass man in Octane soweit ich weiß, keine Nodes verdoppeln kann. Die einzige Möglichkeit ist hier, Save Node auf die Festplatte schreiben und dann reimportieren. Nochmal zu importieren, das ist mir für so ein kleines Licht doch ein bisschen viel Aufwand. Und deswegen gehe ich einfach hier in die Materialoptionen dieser Nodes, die ich gerade erstellt habe, nenne das erstmal um. Das erste Licht ist Backlight. Das zweite Licht ist Toplight. Und das dritte Licht ist mein Front- oder Fill-Light. Und in Octane finde ich es recht unübersichtlich, welchen Kanal man gerade hat. Ich benenne ganz gern mal aus Versehen den Diffuse-Kanal in Frontlight um oder so. Natürlich sind es immer noch keine Lichter. Dazu müssen wir hier die Emission einstellen. Null Emission heißt nix und da hätte ich gerne Blackbody Emission. Blackbody Emission ist eine ganz normale Lampe, deren Temperatur man einstellen kann. Wenn ich jetzt auf Play drücke, sehen wir durchaus was. Dann gibt es noch das Backlight, das braucht auch noch eine Blackbody Emission, das ist hier hinten. Und das Frontlight kriegt auch eine Black. Ah, Toplight hatte noch keine. Toplight kriegt auch eine Blackbody Emission. Da ist die Gottesanbeterin wieder da. Toplight und Backlight sind nicht in der Szene, macht also nichts, wenn die sichtbar sind, beziehungsweise ist eigentlich sogar ganz gut so. Aber das Backlight. Wenn ich möchte, dass eine Lampe unsichtbar ist, kann ich schlichtweg die Opacity auf 0 drehen. Dadurch wird sie komplett transparent, verliert ein klein bisschen an Power, aber das macht nichts. Wir können ja jederzeit diesen Power hier wieder hochdrehen, 350. Okay, ihr seht, die Gottesanbeterin wird schon ein klein bisschen durchscheinen. Das liegt aber jetzt hauptsächlich daran, dass so viel Licht von hinten kommt. Das ist noch nicht das durchscheinende Material. In Octane gibt es, wie gesagt, drei verschiedene Material Types. Natürlich außer Mix und Makro und Portal. Aber generell von den drei sichtbaren Material Types, Diffuse, Glossy und Specular, sind Diffuse natürlich ganz normal, Glossy spiegelnd und Specular alles andere. Wenn ich jetzt das Specular Material, das ich gerade erstellt habe, mit der Gottesanbeterin verbinde, dann wird die Glas, aus Glas. An dieser Stelle ist wichtig, auf Path Tracing schalten von Direct Lighting, weil sonst die durchscheinenden Materialien nicht funktionieren werden. Okay, Specular Material. Natürlich braucht dieses Specular Material eine Textur. Also Textures, Images, Image und die Painted. Painted kriegt die Diffuse, dadurch wird das Glas immerhin schon mal gefärbt und außerdem auch die Transmission. Und zusätzlich noch die Absorption Color. Okay, jetzt sieht die Gottesanbeterin schon mal
sehr gläsern aus. Der Trick, wie wir das mischen, ist mit einem weiteren Diffuse Material, das schlichtweg den Diffuse-Input-Input der Textur bekommt. Und das Ganze müssen wir mischen. Materials, Mix Node, 50-50 reicht uns da schon. Okay, jetzt ist die Gottesanbeterin also sichtbar. Jetzt möchte ich es aber so haben, dass die Beine durchscheinender sind als der Rest. Dazu mache ich meine Textures, Images, Image und importiere meine Mask. Mask ist alle Teile, die durchscheinender sein sollen, weiß gemalt. Und das müsste irgendwo die Opacity beeinflussen. Wir sehen, hier entstehen die ersten Caustics. Und jetzt ist es aber so, dass wenn ich hier das Frontlight, das Toplight etwas erhöhe, beziehungsweise das können wir niedriger machen, aber das Frontlight möchte ich doch stark erhöhen, 350, ist es so, dass ab einer gewissen Stärke der Kopf überbelichtet ist. Machen wir noch schnell eine Textur dazu, und zwar meine Bumpmap. Ich habe es noch nicht geschafft, dass in Octane Tangent Normal Maps unterstützt wurden. Deswegen benutze ich hier diese Bumpmap, die ich noch aus Octane habe, aus LuxRender. Und wenn man genau hinguckt, zumindest später, sieht man, dass die Bumpmap falsch rum ist. Das können wir ändern, indem wir hier bei Invert auf Enabled klicken. Das bedeutet da, das ist ein Boolean-Wert, der ist jetzt auf 1, also geht das, was vorher rausstand, jetzt rein in die Gottesanbeterin. Okay, dann mache ich mal dieses Backlight noch ein bisschen stärker. Auch das Toplight. Und langsam sehen wir, dass der Kopf überbelichtet ist. Wenn ich Steuerung halte und hier ziehe, dann bewege ich nur das Bild, nicht den Kameraausschnitt. Und deswegen kann ich die Gottesanbeterin bewegen, ohne dass Octane jetzt neu rendert. Und der Kopf ist überbelichtet. Deswegen gebe ich dem Kopf ein neues Material. Materials, Diffuse wieder. Und jetzt will ich natürlich auch für den Kopf die Gottesanbeterin, das Muster der Gottesanbeterin haben. Die Bumpmap schnappe ich mir auch schon mal schnell. Und sehe aber, ich möchte, dass der Kopf dunkler ist. Und deswegen kann ich hier entweder am Gamma rumspielen vom Kopf, von der Textur, oder an der Stärke, wie die Textur einfließt. Aber obwohl das Kopfmaterial noch gar nicht verbunden ist, ändert die Einstellung, die ich hier mache, die gesamte Gottesanbeterin. Und der Grund dafür ist, dass sich diese Einstellung hier rekursiv auf die Node beziehen, nicht das, was die Node macht. Ich finde es ein bisschen umständlich und am Anfang hat es mich ziemlich verwirrt, aber ist halt so. Und deswegen müssen wir diese Textur, die wir zweimal benutzen möchten mit unterschiedlichen Werten, müssen wir auch zweimal importieren. Da ist sie. Und jetzt kann ich also tatsächlich, wenn ich das erstmal angeschlossen habe, kann ich tatsächlich den Kopf einzeln bedienen oder beziehungsweise verstellen. Mix Material wieder. Und es ist jetzt wichtig, dass das Kopfmaterial muss auf die linke Seite und das Material, das wir vorher als den Hauptteil hatten, muss auf die rechte Seite, denn wir werden jetzt wieder einen Faktor benutzen. Textures, Images, Image und die Head Mask. Head Mask ist ein Schwarz-Weiß-Bild, in dem der Kopf weiß ist und der Rest schwarz. Wenn ich das da jetzt einfüge und hier an der Gamma was ändere, beziehungsweise an der, sehen wir, dass nur der Kopf dunkler wird. Und ich habe vorhin hier die Gamma auf 1 gestellt. Der Default-Wert ist aber 2,2. Deswegen sah die Gottesanbeterin ein bisschen komisch aus. Und hier mache ich die Power wieder hoch und dafür die Gamma hoch. Power ein klein bisschen runter. Okay, das solltest du tun. Jetzt sieht der Kopf ähnlich aus wie der Rest der Gottesanbeterin. Jetzt ist es aber so, dass die ein bisschen Specularity an den Augen hat.
Das kam, so wie es mir vorkam, dadurch, dass die Augen, die haben so eine Art gläserne Schutzschicht drauf, die aus den ganzen Linsen geformt wird, die Gottesanbeterin in ihren Augen hat. Und das sieht dann am Schluss aus wie ein Glossy Material. Deswegen benutze ich das jetzt. Diesmal bin ich mir recht sicher, dass ich wieder 100% Deckkraft möchte. Deswegen nehme ich mir die obere, setze das auf Diffuse, füge wieder ein Mixmaterial dazu. Und wieder die Glossy in die linke und das Mix Material vom alten da rein. Und jetzt füge ich zusätzlich noch meine Images Specular Map. Und die Specular Map sind die Augen weiß gemalt. Und so, das ziehe ich jetzt da rein und die Augen kriegen einen Speck. Okay. Das war der gesamte komplizierte Node-Tree dieser Gottesanbeterin. Was wir jetzt noch machen können, falls uns die gesamte Szene zu dunkel vorkommt, was bei mir der Fall ist, können wir hier in die Optionen. Ja, das ist das, wovor ich gewarnt habe. Wenn man mit der Maus hier ist, während man scrollt, kann es ganz leicht passieren, dass man die Werte hier verstellt. Ich gehe jetzt in die Farbe dieser Hohlkehle rein und mache die etwas heller. Und die ganze Gottesanbeterin sieht zwar schön weiß aus und schön sehr sanftes Material, ist aber insgesamt ein bisschen überbelichtet. Deswegen gehe ich hier in den Mesh Preview Imager und stelle die Exposure von der gesamten Szene ein bisschen runter. Jetzt haben wir ein sehr schönes weiches Material. Wir können hier auch noch Vignetting hochstellen. Das ist natürlich eine Option, die ich gerne mag. Und an der Saturation können wir auch rumspielen. Das heißt, das hier ist ein klein bisschen wie der Compositor von Blender. Man hat halt, nachdem man rendert, oder beziehungsweise in dem Fall sogar während man rendert, noch die Option, hier ein paar von denen das Bild nachher nochmal zu korrigieren. Okay, ich denke, mit diesem Ergebnis kann ich leben. Die Gottesanbeterin sieht durchaus so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Deswegen drücke ich mal hier auf Pause und noch ein paar abschließende Worte zu Octane. Und zwar hätte ich natürlich auch ein paar Materialien aus der Datenbank nehmen können. Natürlich gibt es, wie gesagt, es gibt keine Subsurface Scattering außer Liquids. SSS Orange Juice. Und ich bin mir nicht sicher, ob SSS hier für was anderes steht als Subsurface Scattering, aber das hier sieht mehr aus wie gefärbtes Glas, nicht wie irgendwas, was mit Subsurface Scattering zu tun haben sollte oder könnte. Deswegen habe ich ja das eigene Material erfunden. Und ihr seht also, Glas und Metall ist mit den Physically Unbiased Renderern überhaupt kein Problem. Dazu sind die quasi da und deswegen dachte ich, für die Vorstellung der verschiedenen Renderer auf Blender-Diplomen benutze ich ein Material, das eben nicht einfach zu erstellen ist, sondern wo man eine Menge mixen muss, ein bisschen mixen mit verschiedenen Maps und so weiter. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt gelernt, wie man Materialien mixt und hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich, was passiert, wenn Octane tatsächlich SSS-Materialien kriegt. Und außerdem hoffe ich noch, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und bis dahin einen schönen Tag noch und auf Wiedersehen.